Hallöchen Freunde, und es geht weiter hier mit Lego Herr der Ringe. So, mach ihn fertig. Und der letzte Ork ist gefallen. Ach du Scheiße. Ja. So, das ist was für Gandalf. Und ich bin hier immer noch am Überlegen, für wen das hier ist. Fische, das sieht mir aus, als wäre das was für Gollum. Jawohl, das ist was für Gollum, da können wir jetzt eh nichts machen. Aber wir haben schon mal gut vorbereitet, indem wir da die Zielscheiben zerstört haben. Oder diese Bruchsteine, Bruchstücke. Und weiter geht's. So, wir wechseln mal auf die Seite von Aragorn, denn der hat hier auch noch seinen Part zu spielen, ne? So, wo ist der letzte Ork? Ah. Los, Legolas, schieß ein Pfeil ab auf ihn. Jawohl. Au. Nein, nicht in die Weichteile. Sag mir, was geschehen ist, dann erleichtere ich dir deinen Abschied. Er ist da drüben einfach von der Klippe gestürzt. Aragorn. Wir müssen ohne ihn weiter. Stinkende Kreaturen. Angriff der Waage abgeschlossen. Gandalf der Weiße. Ja, und die Schatztruhen, na, da fehlen noch einige, klar, aber die können wir noch nicht nehmen, erst im freien Spiel. Und das haben wir jetzt verfügbar. Und wir werden natürlich auch alle möglichen Gebiete noch im freien Spiel besuchen, um möglichst alles, jeden Stein hier abzufahren, beziehungsweise jede Truhe. Das werden wir nach der Geschichte oder zwischendurch immer mal wieder machen. Also, keine Sorge. Und es geht nach Helmsklamm. Die Festung in Rohan. Die Festung, die bisher alle Kriege überstanden hat, wird jetzt auf eine neue Prüfung gestellt.
Und wir haben Helms Klamm freigeschalten. So, das ist für jemanden mit einem Seil. Oh, und hier haben wir einen... Das gefällt mir jetzt ja schon nicht. Diese Ecke hier. Aber dazu kommen wir noch später. So, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns in die Festung. Zurückgekehrt. Unser Volk ist in Sicherheit. Herr Aragorn, wo ist er? Und sie hat natürlich wieder nur Augen für den Schönen. Ein Seestern. Ganz Isengard ist geräumt. Wie viele? 10.000 Kopf stark, mindestens. Und er lebt. Es ist eine Armee, gezüchtet für einen einzigen Zweck. Die Welt der Menschen zu vernichten. Lasst sie kommen. Es sei jeder Mann und jeder kräftige Knabe, der waffenfähig ist, bis Einbruch der Nacht kampfbereit. Bringt die Frauen und die Kinder in die Höhlen. Dies ist keine Bande hirnloser Orks. Das sind Uruk-Hai. Ihre Rüstungen sind dick und ihre Schilde breit. Ich habe viele Kriege gefochten, Herr Zwerg. Ich weiß meine eigene Festung durchaus zu verteidigen. Ihr müsst um Beistand ersuchen. Und wer wird kommen? Halt hier. Ich bringe Kunde von Aragorn von Gotha. Wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Ihr seid wahrlich willkommen. Das Bündnis zwischen Menschen und Elben ist erneuert worden und Helms Klamm ist belagert. Der Krieg steht uns bevor. Die Schlacht steht uns bevor. So, wir brauchen einen Pfeil. Ein Zahnrad. Und eine Kurbel brauchen wir. Ach was, selbst Legolas kommt hier nicht rauf. Ah, eine Kurbel. So, und wir können hochklettern. So,
So, ich möchte hier aber gerade noch mal kurz gucken, was wir hier so haben. Ah, okay, wir sind eingekreist von den Elben, die auf mich bedrohlicher wirken als die 10.000 Uukai. Du hättest wirklich einen besseren Platz aussuchen können. Was geschieht denn da draußen? Ich könnte es dir beschreiben. Oder soll ich dir eine Kiste besorgen? Es beginnt. Dann beginnt es also. Ja, wie ich schon sagte, Herr Theodem. Wir müssen die Leitern zerstören. Ah, Gimli. Mist. So, Gimli, mach hier mal ein bisschen... Genau. Legolas! Feier hab ich schon! Ich bin bei 17! Ich werde mich von einem Spitzer doch nicht übertreffen lassen! Weiter geht's. Ach, Legolas. Ja, komm. Na komm. Ich darf nichts vergessen, die uns gerade angreifen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. So, wie kriegen wir die hier weg? Ah, dann müssen wir vielleicht nochmal hier... Nein, Gimli, einmal hier rein. Oha, schaut euch das an, was da an Orks vor uns ist. Und rauf da. Zack. Und es kommen immer mehr Leitern. Ja, Gimli, du kommst gleich dran. Oh, so meinte ich das eigentlich nicht. So, komm. Na, komm auch. Na, also. Ach, Mist. Na, komm. Yes. So, das ist wieder was für Gimli. Jawohl, also so geht's doch gut. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir in dieser Schlacht weiter. Bis dann.